Wir wollen eine Zukunft für Deutschland und Europa. Wir sind das Volk! 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 Das ist ein großartiger Anblick, Freunde! Danke dafür! Ja, liebe Freunde, Technik bitte wieder Licht auf die Bühne. Herzlichen Dank für dieses große Zeichen. Na gut, lieber Herr Bischof, jetzt ist der Dom zwar dunkel, aber wenn wir das mal genau betrachten und historisch betrachten, dann steht der Dom jetzt dort in der Dunkelheit des Abends, in der Dunkelheit der anbrechenden Nacht, wie er eigentlich die längste Zeit dort gestanden hat, im Dunkeln und in der Nacht. Diese Fahne, diese Farben stehen für die besten freiheitlich-demokratischen Traditionen, die dieses Land hat. Ja, liebe Freunde, liebe Erfurter, liebe Thüringer, liebe Deutsche, ich stehe zu Schwarz-Rot-Gold und ich weiß, ihr tut es auch. Die Bild-Zeitung schrieb drei Stunden nach der Sendung, dass ein irrer AfDler mit der Deutschlandfahne provoziert hätte. Lügenpresse! Dieser symbolische Akt, den ich dort getätigt habe, ist bei YouTube eingestellt und ich weiß nicht, wie oft schon abgerufen worden. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch dieses Kurzvideo, es dauert nur 1:11. Schaut es euch mal an. Als Historiker fühle ich mich angesprochen, Herr Jauch, vollkommen richtig. Die Phrasologie des Herrn Bundesjustizminister Maas erinnert mich tatsächlich an die Endphase der DDR. Aber lassen Sie mir die Gelegenheit, ein kleines Bekenntnis abzulegen. Das verstehe ich gerade nicht mit der Endphase der DDR. Können Sie das waren genau erklären? Dieselben Versatzstücke. Hören Sie sich mal die letzten Reden von Erich Honecker an. Der Herr Maas lebt anscheinend nicht mehr in der Realität, sondern in einem ideologischen Wolkenkuckucksheim. Ich komme da gleich noch drauf. Lassen Sie mich aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, dass ich ein kleines Bekenntnis ablege. Ich bin aus einer tiefen Liebe zu meinem Land in die Politik gegangen und aus einer großen Sorge um die Zukunft dieses Landes. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe mal das zentrale Symbol unseres Landes mit und bringe etwas Farbe in diesen historischen Ort. Und das werde ich jetzt auch tun. Unsere Nationalflagge, und die werde ich jetzt hier auf meine Lehne hängen, um allen Anwesenden und um den fernen Zuschauer zu zeigen, dass die AfD die Stimme des Volkes spricht gegen eine, das muss ich ganz deutlich sagen, verrückt gewordene Altparteienpolitik. Allen Anwesenden und um den fernen Zuschauer zu zeigen, dass die AfD... Die Szene bei Minute 1 an. Dort hole ich nämlich diese Fahne aus der Innentasche meines Anzuges. Und in dem Augenblick, in dem ich das schwarz-rot-goldene Tuch hervorhole, wendet sich das Gesicht des Bundesjustiz... Genau. Minister Maas, angeekelt zur Seite. Einsperren! Genau. Einsperren! Einsperren! Volksverräter! 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 Es ist schade, dass ein Minister sogar auf Bundesebene
so wenig Herz, so wenig Liebe in diesem Land hat. Es ist eine Schande. Und ich glaube, diese Krankheit, die Herrn Maas plagt, ist leider nur in Deutschland so weit verbreitet. Es ist Zeit, dass wir das ändern. Es ist Zeit, dass aufrichtige Patrioten in höchste Staatsämter kommen. Es wird Zeit für unser Land. Ich würde mal jedem dieses schwarz-rot-goldene Tuch spontan vorhalten und dann möchte ich mal gucken, ob die ähnlich wie Maas reagieren. Das war ja so, als hätte man Graf Dracula das Kreuz vor die Nase gehalten.